Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich war in der Daily unterwegs, einen der beiden russischen Tier 10 Zerstörer. Wir haben hier einen Ganzzerstörer, der mal, ist auch schon ewig her, die Khabarovsk ersetzt hat. Die Khabarovsk ist ja jetzt für Kohle erhältlich. Und wir haben meiner Meinung nach mit der Daily tatsächlich eine kleine Steigerung bekommen, dahingehend, dass die Delny gerade in der jetzigen Meta ein bisschen angenehmer zu spielen ist als eine Khabarovsk. Eine Khabarovsk ist immer noch sehr lustig teilweise zu spielen, aber Delny ist einfach durch bestimmte Eigenschaften wirklich angenehmer zu spielen. Wir haben zwar weniger DPM, dadurch, dass uns ein Turm fehlt. Ich meine, die Khabarovsk hat 4 Türme, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben ja einen weniger, wir haben nur 3. Der Reload ist, glaube ich, der gleiche. Ich bin mir echt unsicher. Ich habe die Delny tatsächlich auch noch gar nicht so oft gespielt. Aber sie macht tatsächlich Spaß. Also gerade die Runde jetzt hier, die war sehr witzig. Das werdet ihr gleich sehen. Was wirklich angenehm ist bei der Delny, ist der ein bisschen verbesserte Tarnwert im Vergleich zur Khabarovsk und die bessere Ruderstellzeit. Auch die Torpedos, wir haben hier 10 Kilometer Torpedos. Die Khabarovsk hat ja 4 Kilometer oder 6 Kilometer Torpedos, irgendwas den. Und wir sind jetzt hier tatsächlich zwischen Elbing und Khabarovsk gelandet. Das ist tatsächlich sehr unschön. Aber wir bekommen den Buff und wir können das hier nach unten abhauen und gucken, dass wir hier so viel Schaden wie möglich auf die Khabarovsk machen, weil der ist hier schon fast tot. Da bringt in seiner DPM halt auch nichts mehr. Die Frage, ob er mit einer Heilung spielt oder ob er mit Nebel spielt. Generell die russischen Ganzzerstörer, da kann man das ja wechseln. Im Prinzip würde ich sie auch immer mit Heilung spielen, weil wenn ihr unbedingt einen Zerstörer haben wollt, aus dem ihr aus dem Nebel farmen könnt, dann würde ich die Haro-Linie einfach bevorzugen. Ja, wir haben das hier überlebt. Wir haben die Khabarovsk rausbekommen. Wir haben hier ein bisschen viel HP verloren. Es ist aber, denke ich, noch okay, dadurch, dass wir auch den Buff mit eingesammelt haben. Aber das hätte hier tatsächlich auch ein bisschen schlimmer ausgehen können. Vor allem, wenn die Elbing halt mitgespielt hätte und nicht da an der Insel campen würde. Aber ist okay. Es hat sich gelohnt, das Risiko hier reinzufahren. Und da kann ich ja jetzt noch ein bisschen HP wegschmeißen. Weil ich komme jetzt hier aus irgendeinem Grund auf die Idee, hier eine Stalingrad auf, keine Ahnung, 10, 11 Kilometer zu farmen. Hat jetzt hier einen Doppelbrand von uns bekommen, den er, glaube ich, gelöscht hat. Ja, Damage kann. Das heißt, ich will jetzt hier nochmal einen Permabrand drauf machen, so rum. Und jetzt wäre eigentlich so dieser Zeitpunkt, wo ich wieder nach vorne beschleunigen sollte. Ich habe mal einen Permabrand, aber ich möchte jetzt hier den Doppelbrand natürlich drauf haben. Und das Ding ist, aber er hat hier auf HE umgeladen. Und ja, ich verliere noch mal ein bisschen HP. Vor allem hier schießt noch irgendwas auf mich. Shikishima Vermont, irgendwas dem Dreh. Ja, war es jetzt nicht unbedingt wert. Ich hätte einfach nach dem ersten Brand hätte ich nach vorne beschleunigen sollen und fertig. Jetzt hier die große Frage, was wir als nächstes tun. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wenn ich hier auf die 910-Linie gefahren wäre. Um dann von hier oben zu versuchen, den Gegner aufzurollen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich jetzt hier unbedingt in die Mitte reinfahren wollte. Keine Ahnung, kann ich euch echt nicht erklären. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass hier irgendwo ein U-Boot steht. Und ich tatsächlich gehofft hatte, ihr seht es hier auch auf der Karte, wo das U-Boot jetzt ist, dass ich hier gleich nicht unbedingt von diesem U-Boot gespottet werde. Und ja, könnt ihr euch schon vorstellen. Ich werde gleich durch das U-Boot gespottet und das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig, dadurch, dass die Elbing hier oben im Nebel steht und er mich gleich hier aus dem Nebel beschießen kann, ohne dass ich zurückschießen kann. Generell Elbing auch ein Gegner, den ich nicht unbedingt unterschätzen würde als Delny, dadurch, dass die Elbing genauso wie auch die generell ganzen russischen Zerstörer sehr gut sind, um auf Reichweite oder auf einer großen Reichweite Schaden zu machen, was ja im Prinzip auch unsere Stärke ist. Und gerade wenn ich halt nicht zurückschießen kann, ein bisschen ungünstig. Wir haben zwar eine bessere DPM, aber er hat halt mit seiner AP macht er uns halt auch gewaltigen Schaden. Gerade dadurch, wenn wir jetzt hier noch gespottet werden, ist halt ein bisschen unnütz. Das war, ja, war ein bisschen ungünstig, da hätte ich mir was anderes einfallen lassen sollen.
Ja, wie gesagt, es wäre wesentlich besser gewesen, auf die 910er-Linie zu fahren, anstatt jetzt hier in die Mitte zu fahren, um dann wieder zu drehen. Das macht tatsächlich oder hat keinen Sinn gemacht. Da kommen jetzt auch U-Boot-Torpedos, die sollten eigentlich auslaufen. Ich glaube, die U-451 hat 10 Kilometer Reichweite auf den Torpedos oder so. Wäre natürlich jetzt hier sehr witzig gewesen, wenn ich diesen einen Torpedo da mitgenommen habe. Hätte. Ja. Wir zünden jetzt leider unsere letzte Heilung. Das ist tatsächlich sehr, sehr ungünstig. Das Gute ist, wir kriegen jetzt zwei Top-Treffer auf die Elbing. Das heißt, der ist, was die HP angeht, müsste der jetzt ungefähr gleich auf sein. Wenn er nicht sogar noch ein bisschen weniger hätte oder hat. Das heißt, wir könnten den jetzt versuchen, hier rauszunehmen. Das Gute ist ja auch, der Gegner ist hier oben relativ passiv. Unsere Incomparable, die hier oben rein pusht, wird das wahrscheinlich nicht überleben. Dadurch, dass er nur einmal vom Träger gespottet werden muss. Und dann hat er nicht unbedingt so viel Spaß mit einer Vermont. Auch die Stalingrad könnte ein bisschen problematisch sein. Ja, wir werden jetzt hier gespottet. Und das ist halt schon wieder das U-Boot, was hier in der Mitte steht. Weil die Elbing, ihr seht, sie ist in der Insel. Und ja, ich drehe jetzt hier schon ein, ihr seht das. Weil klar ist, was jetzt hier gleich reinkommt. Ja, Torpedos. Ansonsten wollt ihr ja immer in die Torpedos reindrehen. Aber dadurch, dass ich halt so ein bisschen das schon prediktet habe, dass hier die Torpedos wahrscheinlich reinkommen, habe ich mich jetzt dazu, das war halt ein Risiko, dazu entschlossen, rauszudrehen. Vor allem, weil ich halt hier nicht in dieser Second Drive auch von der Schliefen stehen will. Ich möchte nicht, dass Stalingrad und Yoshino näher an mich rankommen, weil ich habe halt einfach keine Trefferpunkte mehr, um das ein bisschen ja, zu tanken. Das Gute ist, die Elbing geht durch die Hindenburg raus. Es war ganz gut, dass wir da die Top-Treffer drauf gemacht haben. Ja. Und jetzt erscheint hier gleich das Cap in der Mitte. Ihr seht das hier, 25 Sekunden. Wir müssen jetzt hier mal kurz das U-Boot überleben. Keine Ahnung. Also das U-Boot hat mir tatsächlich hier so die Runde so ein bisschen versaut. Ich wäre halt lieben gern hier oben irgendwo und könnte jetzt hier die Kreuzer und hier, was ist das, die Vermont haben, aber ne, U-Boot sagt, soll ich nicht machen. Und ich muss jetzt hier eh um das Cap hier kämpfen. Das Problem ist nämlich, dass alle unsere Schiffe total davon überrascht wurden, dass jetzt hier ein Cap erscheint und nicht einer wirklich Bock hat, mal hier reinzufahren. Schliefen ist kalt, Yamato fährt nach außen. Ja, keine Ahnung warum. Bungo fährt nach außen. Und ich bin jetzt hier tatsächlich mit dem U-Boot alleine und muss mich hier um das Cap boxen. Und ja. Das ist nicht schon schlimm genug. Jetzt kommt halt auch noch der CV hierher und will hier auch noch mitspielen. Und sehr, sehr schwierig. Die Idee war jetzt hier in den nächsten Heal-Buff zu fahren, um einfach ein bisschen mehr Trefferpunkte wieder zu regenerieren. Aber dadurch, dass wir jetzt hier durch das U-Boot wieder gespottet wurden, hat sich der CV gedacht, oh, ich muss auf den Zerstörer draufgehen. Und wir sind halt jetzt gespottet gegenüber von Sandara. Und da muss ich jetzt wirklich aufpassen, weil eine HE-Kelle, die gut trifft, wird mich jetzt hier definitiv rausnehmen. Aber dadurch, dass wir halt eh offen sind, kann ich auch Schaden machen. Ja, kommt die Salve. Ich versuche hier reinzubremsen. Ja, Glück gehabt. Aber dafür kann mich jetzt hier der CV halt nochmal angreifen. Oh, schmeiß daneben. Da haben wir Glück gehabt. Hätte ich durchaus rausgehen können. Aber das Schöne ist, er kann mich ja nochmal angreifen, weil, ja, richtig geil. Wir bremsen wieder in die Sandara-Kelle rein, weil im Prinzip ist es egal, was mich von beiden tötet. Ich kann nur hoffen, dass der CV hier schlechtes RNG hat. Hat er. Und wir kriegen tatsächlich die Sandara raus, was tatsächlich mega gut ist. Aber so insgesamt sieht es tatsächlich, ja, mehr oder weniger gar nicht so gut aus, obwohl wir jetzt mit den Punkten im Vorsprung sind. Dadurch, dass der Gegner hier einfach ein paar Schiffe mehr verloren hat. Und das Gute ist, der Gegner hat keinen Zerstörer mehr. Die sind alle drei raus. Ist nur dann das U-Boot hier in A-Cap. Das Problem ist halt hier auch wieder, ja, es dauert viel zu lange, bis ja das Team von mir mal auf die Idee kommt, hier auch mal ein bisschen auf das Cap zu spielen, weil es bringt nichts mehr, auf die Flanken zu spielen, wenn wir das A-Cap halt nicht bekommen.
Schliefen fährt jetzt zurück. Das ist tatsächlich sehr löblich von ihm. Und es ist auch sehr schön, dass er mich jetzt hier gleich unterstützen möchte. Das Problem ist halt dahinter, er wird das nicht überleben, in drei Schlachtschiffe reinzufahren. Und in das U-Boot. Wir brauchen halt hier die Hilfe vom CV, der hier die drei gegnerischen Schlachtschiffe rausnimmt. Was ja tatsächlich die Stärke von der Roosevelt eigentlich ist, Schlachtschiffe mit den mit diesen Torpedo-Spam rauszunehmen. Am meisten ärgert mich tatsächlich hier diese drei Spezialisten, die halt da immer noch auf eine Kite, eine Yoshino und Vermont schießen. Was überhaupt keinen Sinn mehr macht. Die Vermont ist viel zu weit weg, um jemals nochmal ins Spiel reinzukommen. Und ja, warum? Also, weiß ich, dieser Modus ist nicht kompliziert. Er ist eigentlich relativ einfach. Wer das Cap bekommt, gewinnt in den meisten Fällen. Also, was folgt daraus? Wir sollten vermeiden, dass der Gegner dieses Cap bekommt. Weil wenn ich jetzt hier rausgehe, kann keiner mehr das Cap blocken. Vor allem, wenn die Schliefen auch mit rausgehen. Ist nur noch die Hayate da. Und hier fahren halt gerade zwei Schlachtschiffe rein, die noch relativ gut, was die HP betrifft, dabei sind. Also Schliefen, klar, hat 130.000, aber es ist halt Schliefen. Aber Shikishima ist noch hier relativ gut, was die HP dabei ist. Und ja, ihr seht, unsere Schliefen schmilzt darunter. Ich kann jetzt hier auch nicht unbedingt anfangen zu schießen, weil ich habe keine Lust, hier durch die Sekundärbatterie der Schliefen runtergefarmt zu werden. Daher, ja, muss ich mich jetzt hier tatsächlich so ein bisschen in Geduld üben. Hoffen, dass meine Torpedos hier was treffen. Sieht ganz gut, denke ich, aus. Die Shikishima dreht raus. Jetzt ist die Schliefen gestorben. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier anfangen zu schießen. Wir sind auch gespottet wieder durch den CV. Wirklich hervorragend. Das Gute ist, die Shikishima dreht hier tatsächlich wirklich komplett raus. Das ist interessant, weil warum? Ich weiß nicht, ob er den Hayata-Torpedos ausgewichen ist. Ob das der Grund war, aber wäre jetzt hier einfach spitz reingefahren, hätten meine Torpedos halt nicht getroffen. Oder nur eine hätte getroffen. Ja. Jetzt haben wir jetzt hier nur noch das U-Boot. Und wir haben noch zwei Zerstörer, die jetzt auf das U-Boot drauf fahren können. Problem ist hier natürlich immer, dass das U-Boot uns Shotgun. Könnte uns tatsächlich sogar beide Shotgun. Das ist immer, ja, eine Gefahr, die von diesen von dieser Klasse ausgeht. Und das Problem ist halt einfach, dass die U4501 mega schnell unter Wasser ist, um da hinterher zu fahren, ist tatsächlich ein wenig, ja, wenn ich sage nervig, dann ist das eine sehr starke Untertreibung. So, er pinkt uns. Und ja, was wird jetzt kommen? Natürlich Torpedos. Er schießt die ja auch nicht alle auf einmal ab, das heißt, er weiß so auch grob, was er macht. Und das Tolle an diesen tollen U-Booten ist ja, guck mal, wo dieser Ping aufgetaucht ist und wo er wirklich ist. Der Ölfleck ist relativ akkurat und der Ping ist halt einfach für den Arsch. Aber das ist ja eh vollkommen egal, weil kein Schiff in der Nähe ist. Ja, ihr seht das auch. Ping, U-Boot. Wirklich hervorragend. Danke, Wargaming, dass ihr diesen Ping eingeführt habt. Es ist auch kein Schiff in der Nähe, was den rausbomben kann, weil ja die Hindenburg erst ab dem Januar-Update, ASW bekommen hat. Weil man hat erst nach einem Jahr herausgefunden, dass Kreuzer, die keine ASW besitzen, komplett unnütz sind gegen U-Boote. Ja, Wasserbomben. Wartet mal, es treffen exakt null Wasserbomben, weil es ist halt ein U-Boot, was schnell unter Wasser ist. Entweder ist das U-Boot nach oben rausgefahren oder nach unten. Hayata fährt nach oben, das heißt, es macht Sinn, dass ich hier nach unten fahre. Das Gute ist, wir kriegen jetzt hier oben auch Yoshino und die Vermont raus. Und eine Wasserbombe der Hayata hat anscheinend getroffen. Und ja. Das heißt, wir können es jetzt hier tatsächlich relativ gut lokalisieren, wo es ist. Und wir versenken tatsächlich sogar dieses U-Boot. Ja, generell, ich sag's, glaube ich, auch immer wieder, es macht überhaupt keinen Spaß, gegen U-Boote zu kämpfen, weil immer die Gefahr besteht, dass die unter 2 Kilometer oder 2 Kilometer entfernt, es spielt auch gar nicht so groß eine Rolle, wie weit die von einem entfernt auftauchen können. Es ist halt einfach zu nah und ihr könnt diesen Torpedos nicht ausweichen, wenn die aus so kurzer Entfernung abgefeuert werden. Sie ändern das ja jetzt ja Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, mit welchem Update das kommen soll.
was auch, denke ich, in Ordnung ist. Ich hätte es halt lieber gehabt oder ich hätte es besser gefunden, wenn man als Schiff zumindest eine Warnung bekommt, dass ein U-Boot auf 2 Kilometer an einem dran ist. Ich brauche ja noch nicht mal unbedingt die exakte Position, aber einfach ein Indikator, ein U-Boot ist 2 Kilometer an euch ran. Würde ja schon reichen, aber nee, es ist vollkommen egal. Es hätte ja auch noch ziemlich schief gehen können. Ich sag mal, ein U-Boot hätte tatsächlich die Hayate und mich noch raus shotgunnen können. Die Gefahr wäre einfach da gewesen. Gott sei Dank ist es anders gelaufen. Wir haben die Runde gewonnen. 110.000 Schaden gemacht. Das denke ich, okay. Wäre tatsächlich mehr drin gewesen, wenn ich da wahrscheinlich die Flanke hochgefahren wäre. Das wäre tatsächlich auch wesentlich klüger gewesen. Gerade so im Nachhinein, wenn ich mir das Problem nochmal anschaue. Ich hätte einfach, nachdem ich die Khabarovs getötet hätte, hätte ich drehen sollen an der Insel und hätte dann auf die Flanke fahren sollen. So habe ich nochmal unnötig HP verloren, die mir am Ende tatsächlich gefehlt hat. Zumal ich auch ziemlich viel Glück gehabt habe, dass mich der CV halt nicht rausgenommen hat. Und ja. So sieht das Scoreboard aus. Und wir gehen jetzt hier nochmal in den ausführlichen Bericht rein. Generell hätte das mit dem CV und den U-Booten in der Mitte ja sehr, sehr viel schlechter rausgehen können. Insgesamt Schaden haben wir relativ gut verteilt. Die Abing hat halt relativ viel Schaden von uns bekommen. Das wären die 2 Torpedos gewesen sein. Ja, hier 28.000 Schaden. Auch die Khabarovsk hat 8.000 Schaden bekommen. Okay. Ich weiß gar nicht, wodurch der so viel Schaden bekommen hat. Das muss ja irgendein anderes Schiff gewesen sein, was auf ihn draufgestoßen hat. Ob das die Roosevelt war mit den Torpedos, die ihn angegriffen haben, oder ob das irgendein Kreuzer war, keine Ahnung. Ja, Shigeshima war sehr glücklich, dass der in die Torpedos reingedreht ist. Und auch, dass die Sandara uns da nicht rausgenommen hat, dank des CV-Spots. Alitner Schaden. Ja, wo steht's? Oh, geht tatsächlich. 30.000. Ihr könnt tatsächlich einiges tanken in den russischen Ganzzerstörer. Ihr seht es auch, wir haben fast 2 Millionen Schaden getankt. Ja, hier 11.000 Schaden durch die Khabarovsk ist aber klar gewesen. Ich habe denn noch so viel Schaden bekommen? Also die Elbing, doch hier die Elbing, klar. Ich habe die an den AP-Schaden nicht gesehen. Die hat uns 10.000 Schaden mit der AP gemacht. Ansonsten, ja. Die V hat uns halt mega genervt. Oh, es geht schon. Ja, das soll es gewesen sein, denke ich. Delny tatsächlich ein sehr witziges Schiff. Ist ein Schiff, was sehr bequem ist zu spielen. Dadurch, dass ihr halt eine relativ gute Reichweite habt. Dadurch, dass ihr sehr schnell seid. Und ihr eigentlich auch sehr schwer zu töten seid. Dadurch, dass ihr halt die Heilung habt. Probiert es mal aus. Wir hören uns auf jeden Fall dann im nächsten Mugler, wenn ihr wollt. Bis dann. Ciao.